Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Purpur und heute geht's, wie versprochen, um Shinies und Shiny Hunting. Und ich sehe gerade, wieso sind hier so viele Slimers? Bin ich hier gerade mitten in einem Raid oder wie? Was ist hier los? Keine Ahnung, einfach nur Slimers. Okay, also ich und meine Slimers erklären euch jetzt ein bisschen was zu Shinies. Unterteilt ihr das Video in drei Kategorien, habe ich auch unten Timestamps gemacht, damit ihr genau wisst, was vielleicht für euch interessant ist. Und erstmal zu Beginn vielleicht ein bisschen allgemeines Zeug. Die Standard-Shiny-Chance liegt bei 1 zu 4096. Das heißt, jedes Pokémon, das hier spawnt, hat eine Chance von 1 zu 4096, dass es Shiny ist. Diese Chance kann man per se im Spiel verbessern mit dem sogenannten Schillerpin. Der erhöht die Chance nämlich auf 1 zu 1365. Ich habe mir hier einen kleinen Merkzettel hingemacht, weil die ganzen Zahlen kenne ich auch nicht auswendig. Genau. Verdreifacht die Chance auf 1 zu 1365, was schon mal sehr, sehr, sehr viel besser ist als 1 zu 4000. Nur mit dem Schillerpin hättet ihr also eine Chance von 1 zu 3000, dass eins von diesen Slimers hier Shiny ist, beziehungsweise das Kirlia oder jedes Pokémon, was ihr hier in der Overworld seht. Übrigens, in Karmesin und Purpur ist es so, dass die Shinies auf der Overworld sichtbar sind. Also ihr könnt auch von hier aus sehen, ob es ein Shiny ist oder nicht. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir mit der ersten Kategorie an. Und das ist wahrscheinlich das, was die meisten von euch schon kennen, und zwar das Brüten von Eiern. Bei der Zucht ist es so, dass die Grundwahrscheinlichkeit, ein Shiny zu bekommen, bei 1 zu 2048 ist. Ist also nicht wie bei der Overworld 1 zu 4000, sondern 1 zu 2000. Mit der Masuda-Methode, was das ist, erkläre ich euch gleich, kommt ihr auf eine Chance von 1 zu 683 plus Schillerpin auf 1 zu 512. Also schon mal eine sehr, sehr gute Chance. Das heißt, jedes Ei, das ihr ausbrütet, hat eine Chance von 1 zu 500 ein Shiny zu sein. Bei der Masuda-Methode ist es so, dass ihr in den meisten Fällen ein ausländisches Ditto nehmt und ein Pokémon eurer Wahl, was ihr vermehren wollt. Und einfach nur, weil das Ditto aus einem anderen Land kommt, mit einer anderen Sprache, ist das anscheinend eine Masuda-Methode, womit die Chance auf 1 zu 600 ansteigt und mit dem Schillerpin auf 1 zu 500. Ist in diesem Spiel, Karmesin und Purpur, die schlechteste Variante, um aktuell ein Shiny zu bekommen. Und warum, werdet ihr später auch sehen. Deswegen gehen wir jetzt direkt zum zweiten Part, und zwar den Sandwiches über. Ein Sandwich wurde neu eingeführt bei Karmesin und Purpur, und ein Sandwich könnt ihr machen, indem ihr in eurem Picknick-Set hier ein Sandwich zubereitet. Und wichtig dafür sind diese, Sekunde, zeige ich euch, diese Geheimgewürze. Scharfes Geheimgewürz, salziges, süßes, dann gibt es noch bitteres und herbes, glaube ich. Aber am wichtigsten ist salziges Geheimgewürz, wieso, werdet ihr gleich sehen. Und was ihr da macht, ist immer verschiedene Belege mit einem Geheimgewürz zu kombinieren und dadurch eure Shiny-Chance und Fund-Chance extrem, also wirklich extrem, extrem zu erhöhen. Die ganze Liste zu allen Typen habe ich euch unten in der Videobeschreibung reingepackt. Das sind echt, echt viele. Mit allen Typen sind es, wie viele Typen gibt es? Über 20? Gibt 20 verschiedene Kombinationen für Sandwiches. Aber im Groben ist es immer ein Belag und ein Geheimgewürz, um ein Sandwich herzustellen, um die Shiny-Chance und auch die Fund-Chance eines Typens zu erhöhen. Und wie das Ganze dann aussieht, das zeige ich euch einmal jetzt kurz in einem Clip von gestern, wo ich den Eisenkrieger Shiny gesucht habe. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40. 40 Stück in einer Minute. Das hochgerechnet mal 30. Dann bist du bei 1200 Stück, die du siehst. Und ich habe kein... Und da seht ihr, der taucht wirklich richtig, richtig, richtig oft auf. Die Dauer von so einem Sandwich liegt bei 30 Minuten. Ihr könnt aber, wenn ihr ein Sandwich gemacht habt,
Und das zu Ende ist, auch sofort wieder ein Sandwich zünden und dann quasi weitersuchen. Was ihr auch machen könnt und was ganz, ganz wichtig ist, ist, bevor ihr das Sandwich zubereitet, zu speichern. Ihr müsst automatisch das Speichern ausmachen, dann das Sandwich zubereiten. Boah, ist voller Zungenbrecher. Dann Shiny suchen und wenn ihr kein Shiny gefunden habt, dann Spielstand, das Spiel schließen und wieder neu aufmachen und das Sandwich neu erstellen und essen und wieder das Pokémon suchen. So habt ihr halt jedes Mal wieder die Chance, ein Shiny zu finden, ohne dass ihr eure Geheimgewürze, die extrem selten sind, verbraucht. Geheimgewürze findet ihr meistens eigentlich in 6er-Raids. Deswegen werde ich euch auch morgen ein Video machen, wie ihr zu 90% jeden 6er-Raid schafft, auch alleine, vor allen Dingen alleine, weil alleine werdet ihr sehen, ist viel, viel einfacher, 6er-Raids zu schaffen. Und jetzt noch zu den Chancen, wenn ihr dieses Sandwich zubereitet. Ein Sandwich, nur ein Sandwich ohne alles, erhöht die Shiny-Chance auf 1 zu 1000. Mit dem Schillerpin habe ich leider keine Zahlen zugefunden, wird aber nochmal besser sein. 1 zu 600, 1 zu 700, wenn man immer sagt, dass verdreifacht ist, 1 zu 6, 700. Das bedeutet, wenn wir eben den Clip uns angucken, 40 pro Minute, das mal 30, weil das Sandwich läuft 30 Minuten, könnt ihr pro Sandwich mindestens ein Shiny finden. Es gab übrigens einen Streamer vor ein paar Tagen, der hat 4 Eisenkrieger in einer halben Stunde gefunden in Shiny. Und ein Zuschauer von mir hat auch gestern 2 Stück in einer halben Stunde gefunden. Nur der liebe Lou hat mal wieder so viel Pech und hat gar keins gefunden in einer halben Stunde. Aber das macht nichts. Ich habe eine Erfahrung dazu gewonnen und kann das dann einfach nochmal machen. Und als letztes kommen wir zur besten Shiny-Hand-Methode aktuell im Game. Und das sind Massenausbrüche. Massenausbrüche könnt ihr auf der Karte immer erkennen, dass halt hier so ein Pokémon mit so einem Zeichen hinter sich, so rot glänzend, auftaucht. Wir haben hier zum Beispiel das Drachen-Pokémon. Wir haben hier das Käfer-Pokémon. Und das ändert sich halt jeden Tag. Ihr könnt das auch mit der Zeitumstellung halt jeden Tag wechseln. Und hier haben wir noch ein kleines Kami-Hubs. Und wie das Ganze aussieht, zeige ich euch einfach mal. Also ich bin mal hier zu dem Karma-Hubs Ausbruch hingeflogen. Und jetzt ist es so, dass hier in dem Bereich viel, viel mehr Karma-Hubs auftauchen. 1, 2, 3, 4 sind jetzt schon gespawnt, wenn ihr welche davon killt. 5, im Wasser ist noch 1, 6, 7, ganz viele spawnen hier. Und was ihr jetzt machen müsst, ist mit dem Autobattler Karma-Hubs zu besiegen. Und zwar entweder 30, über 30 oder über 60. Und wenn ihr das gemacht habt, erhöhen sich die Shiny-Chance von jedem dieser Karma-Hubs, die hier spawnen. Bei 30, möchte ich ja schauen, bei 1 zu 819. Und wenn ihr über 60 Stück besiegt habt, 1 zu 683. Das Ganze noch mit dem Schillerpin dazu. Dann kommt ihr auf maximal bei 60 Pokémon auf 1 zu 512. Das heißt, wie beim Brüten. Und jetzt kommt der Oberhammer. Wenn ihr 60 besiegt habt, macht ihr einmal Picknick. Beendet das Picknick wieder. Und jedes Karma-Hubs, was jetzt hier spawnt, hat eine Shiny-Chance von 1 zu 512. Wenn ihr erstmal ein paar besiegt habt, dann kommen auch ein paar mehr. Es gibt verschiedene Locations für diese Massenausbrüche. Das hier, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein richtiger Scheißspot, weil er halt halb im Wasser, halb auf der Wiese, das ist ja komplett belastend.
Ich habe gestern ein Mankey-Raid gemacht, eine Mankey-Massenbegegnung, und genau diese Taktik angewendet und diesen Mega-Boy hier gefunden. Der wird ein richtig schöner Epitaph. Sucht euch am besten eine bessere Stelle als die hier, weil die hier ist echt Schmutz. Es gibt echt auch richtig schöne Stellen, wo ihr einen kleinen Bereich habt mit einem Abhang, wo ihr richtig schön gucken könnt. Dann stellt ihr euch hin, macht einmal Picknick, Picknick wieder weg und dann seht ihr sofort die ganzen Spawns von den Pokémons. Und was da noch wichtig zu erwähnen ist, das könnt ihr so ma lange machen, wie ihr wollt. Wenn ihr einmal die 60 Pokémon besiegt habt, könnt ihr diese Picknick-Taktik den ganzen Tag machen, bis der Tag sich wechselt. Ihr könnt theoretisch die Zeit auch zurückstellen und immer noch weiter farmen. Ich habe Zuschauer, die holen sich teilweise 2, 3, 4 Shinies aus einer Massenbegegnung. Also da könnt ihr richtig, richtig, richtig krass Shinies rausholen. Und wie gesagt, ich habe das bisher auch schon gemacht mit Mankey. Inwieweit sich die Shiny-Chance noch mit einem Sandwich ändert, weiß ich nicht. Gefühlt erhöht sich die Chance auch nochmal extrem, weil ich habe einmal in der Massenbegegnung plus Sandwich Tentegra zwei Stück direkt hintereinander gefunden. Hier mal kurz die Clips dazu. Wie lange habe ich jetzt gebraucht? 5 Minuten? Maximal 5 Minuten. Leute, es ist broken. Ich hab's euch allen gesagt. Und da wusste ich diese Taktik mit dem Picknicktisch noch gar nicht. Also zwei Shinies aus einer Massenbegegnung mit einem Sandwich, das war schon extrem, extrem krass. Und was ich auf jeden Fall empfehlen würde, immer den Schillerpin mit dazu zu nehmen. Der boostet nochmal extrem. Und das sind im Prinzip die drei Methoden, auf die es ankommt. Die Eiertaktik für die Leute, die gerne brüten. Nicht mein Favorite, habe ich früher gerne gemacht, mittlerweile echt nicht mehr das Stärkste. Das Stärkste für mich ist das mit den Sandwiches. Sandwich machen, Unmengen an geilen Pokémon finden, vorbeifahren, despawnen, respawnen und sich dort bis zu 4 anscheinend Shinies in einer halben Stunde rausholen. Oder hier diese Massengegner, wo man sich unendlich viele Shinies holen kann. Falls ich irgendwas vergessen habe, gerne unten in die Kommentare. Ihr seid ja auch oft die Experten in den Kommentaren. Da freue ich mich immer, die Kommentare zu lesen. Wie gesagt, morgen gibt es ein Video dazu, wie ihr 6-Sterne-Raids ganz, ganz easy besiegen könnt. Und wenn ihr da nichts verpassen wollt, gerne Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, ein Like auf dem Video lassen und bis zum nächsten Mal. Haut rein.